Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann begleiten Sie durch dieses Spiel und ich bin sicher, das wird heute eine richtig interessante Partie. FC Basel gegen Manchester United. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch, also das kann hochklassig werden. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Was macht er draus? Das ist die Chance. Klasse gehalten von De Gea. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Jetzt kommt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Ja, geht gut dazwischen. Gib doch mal kurz deine Prognose ab, Buschi. Was kann uns Cristiano Ronaldo heute zeigen? Der hat eine unglaubliche Ballbehandlung. Macht immer wieder Spaß, dem zuzusehen. Super Volley! Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, keine gute Aktion. Scott McTominay. Bruno Fernandes. Jadon Sancho. Jetzt Kasami. Stark verteidigt. Scott McTominay könnte den Konter geben. Macht er gut, gefährlicher Heber. Die Szene noch nicht vorbei. Kasami. Ein Pass mit viel Auge. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Ball ist unterwegs. Vielleicht jetzt. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Dreht. Lindelöf. Sie verlieren den Ball.
Sie suchen die Lücke. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Manchester United mit geduldigen Pässen. Und dann müssen sie doch den Ballbesitz abgeben, da haben sie die Lücke nicht gefunden. Er bekommt Hilfe. Klasse vom Verteidiger, blockt die Flanke. Das pfeift er ab, Handspiel. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Da kommt die Flanke. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Ja, aus so einer Konterchance müssen Sie einfach mehr machen. Da verlieren Sie den Ballbesitz. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Von ihm kommt heute definitiv zu wenig. Er kommt nicht in die richtige Schussposition. Anstoß Man United, zweite Hälfte läuft. Scott McTominay. Fred. Jetzt könnte die Flanke kommen. Da kann er ihn stoppen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Kasami. Da holen sie sich den Ball mit diesem Zweikampf. Sancho. Fritz. Fritz! Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Ecke United, vielleicht eine gute Chance hier auf die Führung. Jetzt wird hier gewechselt. Jetzt der Eckball. Da ist der Ball erstmal raus. Chaka. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Jetzt Kasami. Anspielstationen werden da, machen Sie sehr gut. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nicht drin. Nee, da haben Sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen Sie vielleicht auch mehr rausmachen. Fernandes. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Ja, setzt gut den Körper ein. Varane passt auf, er kann den Ball blocken. Geht dazwischen. Da wäre Platz für den Konter. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball.
viel Übersicht bei diesem Pass. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Fred. Und nun Ronaldo. Cristiano Ronaldos Pass kommt nicht an. Macht er gut. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Und das Tor, sie führen. Und das ganz spät in diesem Spiel müsste eigentlich die Entscheidung sein. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Es bleiben hier noch 8 Minuten. United verliert den Ball. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Kasami. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Starke Szene, er holt sich den Ball. Fred. Da ist Sancho. United drückt nochmal auf den späten Ausgleich. Was machen sie jetzt? Lange ist nicht mehr. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Xhaka. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Wir sind am Ende dieser heutigen Partie angekommen. Es ist eine Niederlage geworden für Manchester United. Das war einfach zu wenig heute. Die Enttäuschung steht Ihnen jetzt ins Gesicht geschrieben. Sie haben nie zu Ihrem Spiel gefunden. Da wird es einige Kritik geben. Dieses Spiel haben Sie, ganz ehrlich, mehr oder weniger verschenkt. Da war mehr drin, viel mehr. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi.